Noch 4,54 frei. Ja, wir haben in der Nacht haben wir noch ein bisschen Neuschnee gehabt. Und ein bisschen Wind haben wir auch rein gehabt. Und jetzt sieht man gut oben, hat es so Wächten gegeben und so Neuschneeansammlungen. Und jetzt probieren wir die mit dem Rackrohr auszulösen. Probieren wir gleich, einmal oben links an die Kante und dann einfach unten am Felsfuss, wo es eigentlich am reinsten geht zum Auslösen, probieren wir dort herzuschiessen, dass nachher der Jatzweg, die Traverse, die hierher geht, sicher ist. Da ist ein Sprengsatz drin in dieser Rakete und durch Erschütterung von dieser Explosion sollte sich dann die Lawine lösen. Da ist ein Weg, sieht schon gut aus. Probieren. Ja, ja. Wir sehen hier rechts vom Berg davon hat es so ein bisschen Schneeflanke drin, wo je nachdem gefährlich kann kommen, wenn etwas abgeht spontan und auf die Piste abkommt. Wir gehen jetzt hier gerade entlang auf bis zu dem ersten Aufschwung und dann zünden und dann dort nachher eine Sprengladung rein, genau, dass der Hang nachher gesichert ist. Also wir haben 90 Sekunden Zeit und wir können hier den Weg natürlich auch immer einberechnen, also haben genug Zeit zum zurückkommen. Und dass wir Sicherheitsabstand zur Sprengung zu springen. Ja, und so hat es eigentlich recht viel Platz zwischen diesen zwei Schichten und oben rein ist kein Problem, dass man überall her kann. Also wir haben eigentlich den grossen Teil des Gebiets haben wir können sichern. Und somit ist eigentlich primär auch wichtig, dass wir einfach am Morgen das Gebiet öffnen können. Ja, das ist verstanden. Und der grösste Teil ist erledigt. Jetzt haben wir einfach mit dem Heli noch etwas probiert, um die restlichen zu sprengen, dass wir eigentlich komplett alles öffnen können. Und jetzt haben wir gesehen, das Wetter ist schlecht geworden, es hat eingeknebelt. Und jetzt ist halt nicht die Möglichkeit, zum alles zu springen. Nein, jetzt haben wir eigentlich nordseitig hier Bremen und nach Nordpiste haben sie sprengen können, haben wir gesehen, das ist eigentlich positiv. Somit können wir eigentlich die Pisten alle öffnen heute. Was jetzt nicht öffnen können, sind die Winterwanderwege, wo wir hier an den Stadlersee hinterher haben oder die Abfahrtsrouten wie Teufi oder Mühli, wo es ja noch gibt, die einfach nicht gepistet sind, aber markiert sind und die bleiben einfach heute geschlossen durch das.